gerade für Kir Royal und die Bärenfeen beim Poachella-Festival eröffnet. Wenn wir die Bärenfeen treffen, bevor sie weiterziehen, folgt mein Beispiel, okay? Bleibt cool. Wir sind jetzt Performer. Wir sind... Schrott! Ihr seid alle Schrott! Kir, wir finden nur, dass es schön wäre, wenn du bei der Probe dabei wärst. Ich brauche keine Probe, Minze. Ich habe schon genug zu tun, damit ihr gut klingt. Es reicht. Du probst nicht, du bist gemein und wir machen die ganze Arbeit. Wenn du so denkst, dann sehen wir mal, wie sich die Bärenfeen ohne Kir Royal schlagen. Ich bin raus. Oh, ihr seid's. Ihr wart unsere Vorband, oder? Ja, das waren wir. Ihr habt schief gesungen. Autsch. Wir brauchen sie nicht. Kir Charlotte kann singen. Sie schreibt sowieso die ganzen Songs. Oh nein, 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 nein. Und wenn ich es vermassle? Was, wenn sie mich nicht mögen? Wenn du Angst hast, denk immer daran, dass du die Welt zu einem besseren Ort backst, wenn du einfach du selbst bist. So viel zum Thema cool bleiben. Wer bist du nochmal? Emily Erdbeer. Ja, sie ist immer so. Aber meistens hat sie recht. Ich weiß, dass du nervös bist, aber Sultan Traube und Minze Sprudel glauben an dich. Wenn ich nervös bin, denke ich an meine Freunde. Mit ihnen an meiner Seite kann ich einfach alles schaffen. Sie hat recht, Kir Charlotte. Wir sind bei dir. Es ist schwer, seinen Weg zu gehen. Und allein für sich zu stehen, fühlst dich gar nicht wie ein Star. Angst, du selbst zu sein, es ist wahr. Willst deine Stimme haben, deinen Mut nicht gleich verlieren, aber wird dein Lied sie freuen? Oder wirst du es bald bereuen? Find dein Ton. Find dein Ton. Dann denke immer daran, die Welt, sie ist ein schlimmer Ort, bleibst du nur du. Ja, trau dich und sing laut, hab den Mut, alles wird gut. Schein hell, leuchte wie ein Stern, schein hell und leuchte nah und fern. Wie sieht's hier denn aus? Poachella ist das größte Musikfestival der Apfelgroßstadt. Also hat Bonnie mir angeboten, mein Foodtruck-Platzierungsguru zu sein, um mir zu helfen, den perfekten Platz für den außergewöhnlichen Erdbeerschlager zu finden. Hier beginnt deine Reise. Das ist das Licht in der Dunkelheit. Das was? Riechst du das? Die Geruchspiration setzt ein. Ich muss meiner Nase folgen. Viel Spaß! Das Licht in der Dunkelheit? Das Licht in der Dunkelheit, ja! Wenn das kein Zeichen ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist der perfekte Platz. Turbo Boost! Limette und Zitrus, richtig? Ich bin Emily Erdbeer. Wir kennen viele gemeinsame Beeren.
Also, ihr habt mich da wahrscheinlich nicht gesehen. Kein Problem, alles gut. Aber eigentlich habe ich hier zuerst geparkt, also... Die Pocella-Parkgenehmigung, die du sicher auch hast, besagt, dass jeder zu jeder Zeit überall parken kann. Und jederzeit ist jetzt. Und irgendwo ist hier. Vielleicht gibt es ein anderes Irgendwo, das den Bären nicht völlig die Sicht auf meinen Truck versperrt. Dieser Längen- und Breitengrad gibt uns den genauen Standort für eine optimale Performance an. Und diese Stelle ist groß genug für meinen ultimativen Turbo-Turbo-Boost. Ich hab gesagt, nur ein Turbo-Boost. Komm schon, gib mir das Ding. Ja? Ach, nur ein kleiner Ausrutscher. Aber es muss doch irgendwo anders auch noch Licht geben, oder? Hier beginnt meine Reise. Hier ist das Licht in der Dunkelheit. Was ist das da? Du stehst auf einer Senkgrube. Oh, es sieht nicht aus wie... Okay, Licht. Zeig mir, was du... Okay. Nein. Das stinkt. Okay, keine Senkgruben, keine umgestürzten Bäume, keine gruseligen Vögel. Hier muss es sein. Hey, komm schon. Wir brauchten einen größeren Platz für den Turbo-Turbo-Boost. Die Pocella-Genehmigung besagt... Ich weiß, was sie besagt. Oh, das Festival eröffnet gleich. Oh nein, so bekomme ich doch nie Kunden. Das Licht in der Dunkelheit. Ich war überall im Licht. Und ich bin immer noch in der Dunkelheit und völlig blockiert von... Ich brauche dringend einen Snack im Schatten. Oh, hast du auf? Finde das Licht bedeutet, in jeder Situation einen Lichtblick zu finden. Hallo, ihr Bären. Pause von der Hitze gefällig? Komm und hol dir ein Pocella-Gebäck und genieß etwas Abkühlung im Schatten. Schlaue Beere. Was? Warst du die ganze Zeit da oben? Yep. Ich habe leckeren Kohl gekocht. Mhm. Das war der Gestank. Ich weiß ja, super lecker. Das ist meine neueste Eiscreme-Kreation. Gekochtes Kraut- und Marshmallow-Waffel. Mhm. Lecker. Oh, kannst du das woanders essen? Die Pocella-Genehmigung besagt, dass man alles und überall essen darf. Alles ist eine gekochte Marshmallow-Kohl-Eiswaffel und... Naja, den Rest kennt ihr ja. Reine Geschmacksfrage. Okay. Nein, nein, nein! Es ist schrecklich! Es ist vorbei! Es ist... Eine kaputte Gitarrenseite. Das kriege ich wieder hin. Du verstehst das nicht. Das Pocella-Vorspielen ist heute. Pocella? Das größte Musikfestival der Apfelgroßstadt. Sie suchen nach aufstrebenden Talenten. Der Gewinner darf für Kir Royal und die Bärenfeen eröffnen. Aber jedes Jahr vor dem Vorspiel passiert irgendwas, das meinen Groove ruiniert. Da, da, da. Ne? Thomas Fall. Ich hoffe, dass niemand etwas Wichtiges zu tun hat. Wenn Sie nach draußen schauen, sehen Sie, dass wir eindeutig einen Unfall hatten. Okay, ja, nein, das ist wirklich Pech. Aber wir können die Gitarrenseite auswechseln. Und senden dir positive Vibes. Und bauen eine Mega-Gitarre, die cool klingt und sich in einen Roboter verwandeln lässt, der singen, rocken, tanzen und jammen kann. Oh yeah! So viel? Danke, Bären. Die Gitarre ist nicht das Problem. Ich glaube, ich bin's. Armer Huck. Ich weiß, dass er das kann. Wir müssen ihm nur helfen, seinen Groove wiederzufinden. Okay, Bären. Operation Huckleberry. Denken wir uns was aus. Huck, warte! Okay, macht weiter! Du brauchst keine Gitarre, du brauchst nur Unterstützung! Los, komm, ich weiß, dass du es tun kannst. Du fühlst es tief in deinem Herz. Ich
singe jetzt mit dir. Zusammen weiß ich, können wir schauen. Ihr werdet der Knaller auf dem Poacella sein. Wie hieß eure Band nochmal? Wir sind die außergewöhnlichen Bären. Und wir können es kaum erwarten, auf dem Poacella zu spielen. Ganz im Ernst, ich kann das nicht ohne euch.